Stellen Sie sich vor, Ihr ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Wenn ein Kind schwer erkrankt, ist für seine Familie von heute auf morgen nichts mehr, wie es mal war. Also wir wollen, dass die Kinder die bestmögliche Behandlung und Begleitung bekommen. Die Stiftung Hilfe für kranke Kinder finanziert Sachen fürs Spielzimmer, finanziert Behandlungsmethoden. Ein Klinikaufenthalt ist doch immer eine Ausnahmesituation. Und mit der Stiftung und den geförderten Projekten möchten wir auch hier immer ein Stück Normalität für die Kinder und die Familien schaffen. Ich glaube, das ganz Besondere an meinem Job ist, dass ich ganz viel Beziehungsarbeit habe, dass ich Familien über viele Jahre hin begleiten darf. Die Stiftung unterstützt ganz konkret im Arbeitsalltag da, wo die normalen Ressourcen einfach endlich werden. Und es kommt natürlich den kleinen und großen Patientinnen absolut zugute. Die Stiftung hat so viele Dinge für unseren Alltag getan, für die Verbesserung unserer Arbeit, für das Wohlergehen der Kinder, für die Verbesserung der Sicherheit, sodass man quasi gar nicht mehr umhin kommt, die Stiftung im Alltag ständig zu sehen. Wir versuchen, unsere Mitarbeiter wirklich gut für die Notfallsituation vorzubereiten. Diese Dinge könnten wir ohne die Stiftung nicht machen, weil das natürlich im finanziellen Budget sonst einfach nicht drin ist. Unsere Tochter ist mit Spina Bifida geboren. Das ist ein offener Rücken. Sie hat dadurch eine kleine Behinderung. Sie kann nicht selbstständig aufs Klo gehen. Also das Erste, worauf sie sich immer freut, ist das Spielzimmer, ganz klar. Und sobald sie auch da drin ist, sie blüht richtig auf. Kinder haben es viel, viel schwerer als Erwachsene in Krankenhäusern, weil viele Kinder auch einfach ohne Elternteile da bleiben müssen. Und dann sind solche Sachen, die vor Ort sind, helfen einem so, so enorm. Und das ist einfach, ja, ohne Spenden ist halt nicht möglich. Für uns ist ganz besonders toll, dass die Stiftung auch große Anschaffungen macht. Wir bieten auch immer mal wieder besondere Erlebnisse an im Krankenhaus. Da gibt es immer mal wieder eine Märchenerzählerin zum Beispiel. Was auch ganz toll ist, die Stiftung zahlt auch unsere Wochenendbetreuung und die entlasten natürlich die Eltern und das ist einfach unheimlich wertvoll. Und so kriegen wir es ja auch regelmäßig von den Eltern zurückgemeldet. Also ich bin jetzt 28 Jahre alt und bin selber als Frühchen mit 10 Wochen zu früh in der Kinderklinik in Tübingen auf die Welt gekommen. Dann wünscht man sich eben auch eine super Betreuung und das ist eben ohne die Kinderklinik natürlich, aber auch ohne die Stiftung so nicht möglich. Für mich steht die Stiftung für so ein festes, stabiles Gebilde, was man gerade in dieser Zeit einfach braucht. Für mich war das sofort eine Herzensangelegenheit. Da gibt es Menschen, die haben es bitter nötig und da tue ich etwas für den guten Zweck, weil ich weiß, es ist in guten Händen und die Menschen gehen verantwortungsvoll auch damit um. Die Kinder sagen ganz oft, wenn sie dann nach Hause gehen, Mama, ich möchte eigentlich noch hier bleiben. Ich war selber Patientin als Kind. Und es war furchtbar und ich wollte es besser machen. Und ich glaube, das habe ich geschafft. Und wenn wir es schaffen, für das Wohl der Kinder zu arbeiten und das Strahlen wiederzusehen, dann hat man alles richtig gemacht.